Boah, ich habe echt Angst. Kann man den kaputt machen hier? Wo seid ihr nicht? Black ist da. Achso, Dragon ist da drüben. Okay, er macht uns den Stein hier kaputt, wenn das geht. Ja, sehr schön. Das ist ein Dampi. Ja, der. Okay, ich habe irgendwas schießen hören, oder? Ah, der ist einfach Na, ich habe auf aus. den Dampi geschossen. Ach so, Der okay. ist runtergelaufen. Oh nein, der arme Dungbeetle. Ist echt in die Lava gekickt. Der ist gelaufen. Selber Ich schuld. würde. Dragon, soll ich nochmal ganz kurz gucken, ob da irgendwas ist, bevor du dich rüber angelst? Ich sehe dich. Aber. Links ist, glaube ich, eine Spinne da. Wo links? Unter der Brücke, wenn du unter die Brücke durchguckst, an dem Wasser. Ja, da drüben, Kann das ja. sein, dass ich. Die Richtung dahinter. Ich guck nochmal, ob ich nochmal treffe. Vielleicht habe ich ihn gerade voll fellmäßig verschossen. Ja, die ist tot. Oder? Okay. So. Jetzt heißt es, dass wir auf jeden Fall darüber müssen. Okay, du hast schon Seil gesponnen. Ich will mal nicht im Weg sein. Zieh dich von mir als Erster darüber. Und 3, 2, 1, Cut. Nein! Okay, also ihr müsst jetzt ein bisschen hier rumhangeln. Es kann sein, dass man jetzt vielleicht jetzt zweimal oder so schießen muss. Oder also ich würde halt die Waffe da vorne wechseln. Also ich komme mal mit. Zack. Okay, mein Federt hat gepfiffen, das gefällt mir mal gar nicht. Schlägt mich hin. Boah. Hatte gerade ein bisschen Angst gehabt, dass ich verkacke jetzt. Hab ich mir selbst einen Knicklicht übergeschmissen? Ja, ich glaube schon. Okay. Oh ja, ich hab auch Angst. Justice Drake, Blackie, ja, okay, sieht gut aus. Alles gut. Okay. Also hier kommen wir zu einem ziemlich coolen Bereich des Dungeons. Ich finde der Bereich, also das Vor uns sieht ein bisschen aus wie es. Also, ich meine, das passiert nicht. Ich nehme euch jetzt voll die Vorfreude. Ich bin jetzt richtig Assi, ich nehme euch voll die Vorfreude davon, aber Rechts ich. ist ein Drop. Hier sind überall Drops. Guck mal, da oben auf der Spitze ist ein Drop. Hier links im Wasser ist ein Drop. Hier unten, da sieht man so ganz leicht leuchten. Sind voll viele Drops. Ich finde, aber in der Mitte wirkt so, als wenn du ihn jetzt looten würdest. Ob jetzt was passieren würde, weißt du? So Indiana Jones-mäßig, ich würde mal ganz kurz den Golden, nee, den Kristallschädel, doch den Kristallschädel klauen, ja. So. Aber hier müsst ihr aufpassen, hier können auch wieder Fledermäuse sein. Also ich habe noch nicht genau alles abgecheckt eben mit der Waffe. Also ich sehe bis jetzt noch nichts. Ich auf jeden Fall noch mal ganz kurz die Waffe ausrüsten und werde noch mal gucken, ob ich irgendwas spähen kann. Aber es sieht ziemlich oben zumindest schon mal safe aus. Ne, da ist ja wieder mal C eine. Die Richtung, wo ich jetzt gerade gucke, sie wird, also sie, wo seid ihr gerade? Da hinten seid ihr noch, okay. Ja, ich bin hier noch. Okay, gut. Wo ist Dragon? Du bist. Ich habe mich ins Unten. Wasser zurückgezogen. Ach so, okay. So machen wir das also. Ja. Ich Nee, treffe ich bin runtergefallen. Achso, ich treffe sie von dir jetzt aber noch nicht, glaube ich. Probier's nochmal. Ne. Ist zu weit weg. Sehe ich das richtig, dass da ein Enforcer steht? Ja, ich in den Forster rum. Den nicht angreifen, weil es der Teleportangriff und so, weil die sind ja eigentlich freundlich, die machen uns ja nichts. Okay. Die Lava ist halt ein bisschen blendend. Also auf jeden Fall ist der. Die Fledermaus, ich glaube, wir sollten erst die Fledermaus auf jeden Fall machen. Was sind die? Die ist. Im Endeffekt hier vorne gleich, hier unten müsste man die gleich fliegen sehen, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es nur eine ist, muss ich mal gerade gucken. Ne, da ist eine und da ist eine, das sind zwei. Ich schieß mal auf die eine, ja. Ja, schieß mal, ich sehe nichts. Die ist hinter diesem Affen, Hier diesem ist Affenschädel eine. hier. Jetzt da. Hast du gesehen? Sie kommt, Achtung. Glaube, der Enforcer hilft mir, glaube ich, gerade. Ja. Der Enforcer ist tot. Nein! Ja. Die Pest. Ja, die haben die toll gut.
Ist sie tot? Will? Ja, die habe ich gekillt. Zumindest Okay. eine. Okay. Ist der zweite noch da, das? Okay. Scheiß, ey, die Scheißkacke mit der Tollwut, ey. Okay, ich hoffe, dass ich jetzt überleben sollte. Na, ich habe noch 90 Leben, 60 Sekunden, das dürfte eigentlich sich ausgehen. Steht er neben bei mir und kollert mich voll, ey. Ich glaube, es geht los. Ja, so bin ich halt, weißt du? Ja. Aber Okay. ob mich das wirklich ansteckt, das würde mich echt mal interessieren, ne? Komm, ich gebe dir meine ganze Ladung, die ich hab. So. Oh Mann. Ich habe noch 39 Leben. Okay, es sieht mir mehr Leben, als ich Zeit habe. Scheiße, es überholt mein Leben. Nein, ich muss mal ganz kurz den Modus benutzen, Jungs, weil sonst würde ich keinen Bock in Cut zu machen wieder. Okay. Aber nur für euch, dass ihr halt als Zuschauer nicht um die ganzen Cuts mitmachen müsst. Da ich ja mich immer noch ein bisschen safen kann. Ja, kurz warten, bis der Cooldown weg ist. Dann mache ich den GCM wieder aus. Derzeit können wir schon mal gucken. In der Mitte gibt es ja hier diesen Loot-Drop. Den würde ich sagen, den können wir mal kurz holen. Normalerweise muss man das mit einem kleinen Jump-and-Run machen. Also, wenn man nämlich hier in die Mitte geht, hat man hier so Treppen, wo man hochgeht. Und dann muss man die hier hoch. Und dann auf der Vollfellmäßig nicht geschafft. Den ersten Sprung. Man muss also auf jeden Fall hier jetzt überall rumhakeln, links und rechts. Oder nimmt einfach einen Kletterhaken und bescheißt einfach und geht hoch. Wer die Herausforderung möchte, kann diese gerne haben. Ich habe jetzt keine Lust, ein Video alleine darüber zu machen, wie ich hier hochkletter. Das war auch nur eine überragende Lanze drinne und eine Schrotflinte mit 293 Schaden, also sogar auch schlechte Schrotflinte. So. Da unten in dem roten Loot-Drop im Wasser ist ein C4-Fernzünder und ein Bauplan für ein Maschinengewehr. Okay. Für eine, wie heißt das? Okay. Also ich hole mal ganz den hier drüben, der auf der Brücke ist. Das Automatikgeschütz. Ach so. Ich hole mal ganz kurz den hier, weil der sieht eigentlich ziemlich safe aus. Und hier haben wir schöne Spinne. Überragende Lederhemd. Und wir steigern uns. Letztes Mal gab es Stoff, heute gab es schon zweimal Leder. Wir steigern uns. In nächsten Streams werden wir echt mit einer überragenden Lederrüstung rumlaufen dürfen, glaube ich. So, auf jeden Fall, ja, jetzt haben wir eigentlich hier drüben. Hier gibt es noch einen Loot-Drop, den wir noch holen könnten, aber der ist ein bisschen ekelhafter. Weiß nicht, wer von euch, dass sich das traut. So. Rüberhangeln oder Ja, eigentlich kann man auch. Da drüben ist auch eigentlich die Wand direkt, oder? Eigentlich kann man auch nicht gegen die Wand schießen. Ja, genau, Black, guck mal, was drin ist. Dann gehen wir nämlich in den normalen hier Loot. ist eine Fledermaus. Oh, bei dir? Wo? Unten. Also bei mir kann man runtergucken. Ah, ich sehe sie, ja. Ich sehe sie. Und das ist auch eine Schlange. Bauplan Lederhandschuhe überragend. Oh, krass. Okay. Dann kommen wir zurück, weil wir müssen den anderen Weg lang. Ich glaube, so können wir die, glaube ich, sogar umgehen. Dann werden wir wahrscheinlich sie nicht triggern. Ich habe gerade was fauchen gehört. Das ist auch eine Schlange, ja. Der Fledermaus scheint nicht zu kommen. So, da seid ihr. Geronimo! Weil der normale Weg geht nämlich hier rüber. Wo ich jetzt hier gerade stehe. Genau. Eigentlich alle hier. Ist Dragon auch da? Dragon? Okay. Gehen wir ohne Dragon weiter. Hier Dragon ist geht. auch hier. Achso. Oh, okay, er war schon da. Hab ich gesehen. Sorry, Dragon. Ja, ich bin ins Wasser gesprungen. Achso. Du hast auf jeden Fall hier in der Seite entlang. Boah, hoffentlich. Rüstet notfalls euren Enterhaken aus. So, die Spinne müsste ja, die Fledermaus müsste jetzt im Prinzip hier links unten sein, oder? Ja, müsste eigentlich. Okay, dann haben wir Glück und wir lösen sie mal nicht aus, hier oben. Ob hier drüben noch irgendwas ist? Ne, hier drüben ist safe. Jetzt müssen wir mal ein klein bisschen aufpassen. Hier ist jetzt, ja, minimale Lavasee. Einfach hier rüber Dragon, was gucken. geben die Kristalle? Nicht viel.
Wollt sie nur aus dem Weg machen. Hört auf, Loot zu Hat ja klauen auch hier. kurz. Die geben 11 Obsidian und 5 Stein. Die Kristalle. So, auf jeden Fall, bevor wir jetzt hier weiter mit hier uns auch mit dem Klauen der Items, nein, wir kommen langsam Richtung Ende sogar. Jetzt wird es noch ein bisschen, klein bisschen tricky, nämlich, weil hier müssten eigentlich Gegner sein. Warte mal. Ja, hier Ich sind sie höre da. Gegner. Fledermaus. Der Tod, steht der Boss? Die ist Ja. tot. Okay, ich habe halt drauf gehalten, es hat mir gerade egal. Hauptsache es Ja, ich stirbt. auch. Okay, weil hier ist nämlich das Artefakt auf jeden Fall. Und wieder die buggenden Das Gegner der. traurig. Die buggenden Gegner hinter der Wand wieder wahrscheinlich, ja. Hast du noch ein Klicklicht einstecken, Dragon? Ja. Okay. Einer auf jeden Fall mal nach Irgendwas hinten. haucht mich an. Ja, einer mal nach hinten gucken, weil manchmal kommt die hier aus der Wand raus. Aus dieser Ecke hier. Na, warte mal. Ja, genau. Also auf jeden Fall. Ja, triffst du, glaube ich, sogar. Wow, ja, da ist eine. Oh, fuck, ja. Jungs, Achtung. Oh, fuck. Renne. Sie ist tot, sie ist tot. Wow. Dann die für ein Level gehabt. 266. So, also Sich mir ein für die Black, also um hier rüber zu kommen, ja. Du siehst ja neben dem Artefakt einen Stein. Ja. Da vom Prinzip drauf schießen, R2 und durch und dann halt drüber. Schieß lieber höher über an die Wand, wo ich jetzt Knicklicht schmeiß. Ich bin Ja, dann schon da. Er ist triffst du schon da. auch nicht. Er ist schon Okay. da. Ich nehme mal das Artefakt mit für den Stream jetzt, dass wir das Artefakt des Jägers hier gefunden haben in der Höhle. Und so, und jetzt kommt der Punkt, mal nichts verraten, Dragon, auch für die Zuschauer, ihr könnt ja mal jetzt mitfiebern, vielleicht sogar in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt hier sehen würdet, wo es zum Endboss geht. Man sieht von dieser Plattform aus schon den Gang zum Endboss. Warte mal, ich meist mir noch ein paar Knicklichter, dass man ein bisschen mehr sieht. Mal schauen, ob einer erraten würde. Puh. Ich würde sagen, wir lösen auf in 3, 2, 1. So, hast du einen Tipp, Black, wo du sagen würdest, da geht's lang? Ich weiß nicht warum, aber ich würde hier nach rechts sagen, wegen diesem Nein, Gesicht. nein. So, der Weg ist da oben. Und nicht sogar nur hier, sondern du musst hier erst einmal die Kristalle wegschlagen, die hier den Weg versperren, um zum Boss laufen zu dürfen. Hier, ich mache ein bisschen Platz. Weil wenn du nämlich hier die Kristalle kaputt machst, das sieht auch gerade Zuschauer, ein richtig mieser Move vom Spieler. Ich wüsste gar nicht, wer das finden würde normalerweise. Ist hier ein kleiner Tunnel, nachdem die Kristallsplitter mal weggespackt sind, wo man reinkriechen kann. Ja. So, vorneweg, jetzt kommt gleich der Bossraum. Der Bossraum ist ein klassischer, also bevor du, Dragon noch nicht den kaputt vorne kaputt machen. Der Bossraum ist ein klassischer Bossraum mit, die Mitte ist Lava, da ist der Boss drinne, er kann noch nicht aus der Lava raus. Und man kann einmal im Kreis rumlaufen. Der hintere Teil ist aber mit Sprüngen verbunden, das heißt, ich würde nur in der vorderen Hälfte bleiben, also im Halbkreis, im Prinzip vorne einfach laufen. Der Boss wirft mit Stein, also eigentlich kannst du so lange auf ihn schießen, bis du die Animation auf dich siehst, dass er den Stein zu dir wirft. Und sonst mit dem Raketenwerfer draufhalten, weil normale Schüsse machen wie beim normalen Elementar nur 9 Schaden oder so. Deswegen jetzt einen Raketenwerfer ausrüsten und ihm dann im Warte Prinzip. mal, ich ziehe mir auch noch gerade Kleidung um. Genau. Dann. Seid ihr ready? Jo. Okay, dann geht's los. Moment. So. Vielleicht noch vorher eben essen. Ja.
Das Ding hat ungefähr 50.000 Leben, also wir müssen ein bisschen draufballern auf jeden Fall. So, hier sieht man, wie gesagt, der Bosskampf ist eigentlich der Bossraum, genau, dazu der ganz kurz hier, ja, Shady ist der Virtual Lava Golem, bla bla bla. Wie gesagt, hier ist also, du kannst hier im Prinzip, oder wenn ihr auch Zuschauer seht, ihr könnt hier einmal rumlaufen und ab da hinten, also ab dem mittleren Teil geht es halt tiefer und da muss man halt ein bisschen springen. Deswegen kann man eigentlich die ganze Zeit hier im Kreis rennen und versuchen Schaden auf ihn zu machen. So ein Golem Awakes. Genau, er hat jetzt auf jeden Fall drei Spieler rausgefunden, dass wir drei Spieler sind. Sehr schön spielen. Ich glaube nämlich, dass er auch mehr Leben oder so oder mehr Schaden macht, so mehr Spieler das Spiel checkt bei dem Bosskampf. Und vorweg, wenn man hier stirbt, kann man nicht mehr zum Boss zurück. Also man bekommt keinen Loot und man sieht den Boss auch nicht mehr, wenn man den Bossraum betritt. Da ist der Golem, auf jeden Fall. Haut voll drauf, Jungs. So, einer wurde schon getroffen. Boah. Er hat echt auf mich geworfen. Hätte ich gerade gar nicht gedacht. Ich würde echt gerne sein Leben sehen. Sobald einer die Todesmeldung von ihm bekommen hat, sagt er bitte Bescheid, ja. Boah, ey. Er ist tot, stopp! Ja, er ist schön, er ist stopp. Down. Sehr schön, sehr schön, er ist down. Sehr schön, also auf jeden Fall, ihr habt es gesehen, ich war gerade voll im konzentrierten Modus, ich konnte gar nicht so großartig reden. Ich weiß nicht, ich noch, gerade eben überlebt. Wie man ihn looten soll. Ich werde jetzt ganz kurz nämlich in den GCN gehen, weil er liegt davor mit einer Tech-Brust geht das. Also man kann davor schweben. Man kann auch theoretisch gesehen sich mit dem Haken draufhängen. Das Problem ist nur, sobald man jetzt ihn abgebaut, weil man kann ihn noch abbauen, sobald man ihn abbaut, verschwindet er direkt. Das heißt, wenn ihr draufsteht, ja, werdet ihr sterben. Weg. Deswegen werde ich mal ganz kurz. Okay. Die Lootkisten können wir ohne Probleme hier rum öffnen, yep, ne? Genau. Nur mal sagen, was drin ist, das wäre sehr lieb und dann kriegen wir das hin. Den Loot werde ich auf jeden Fall nochmal gleich verteilen, weil jetzt ein bisschen was gedroppt. Eine überragende Lederhose. Krass. Ey, ist echt ein Lederrun die Runde, oder? Also die Runde ist echt so ein Lederrun. Überragenden Bogen. Oh, okay. Oh. Ich habe hier einen überragenden Kaposuchus-Sattel. Und eine überragende Sichel. Nee, oder? Was denn? Ja, überragend die Sichel. Meine ist ja schon geschwunden. Ja, komm. Oh, was haben die für einen Schaden? Kriegen wir gleich. Oh, ich habe doch einen überragenden Kaposuchus-Sattel und einen überragenden Stoffhelm, ich würde sagen. Also Strohhut. Ich würde sagen, den ziehe ich mal direkt an, weil ich habe keinen Hut mehr auf. So. Jetzt habe ich zumindest eine Mütze an und eine Unterhose. So, sonst sind hier keine Loot-Drops. Das Einzige, was wir nicht rausgefunden haben, falls jemand das weiß, kann der Scanner jetzt die Kommentare schreiben, wir haben keinen Ausgang gefunden. Also von hier aus. Im Endeffekt muss man jetzt wirklich den Dungeon komplett zurücklaufen, um rauszukommen. Wir haben leider keinen Ausgang gefunden. Falls einen geben sollte, kann jemand gerne die Kommentare schreiben. Wir haben nichts dazu gefunden. Die meisten Videos hören auch hier direkt auf, deswegen vermuten wir, dass es wirklich keinen Ausgang gibt. Und sonst, bevor ihr den ganzen Gang euch nochmal angucken müsst, würde ich sagen, beenden wir einfach hier das Let's Play. Werde vielleicht, wenn noch was passieren sollte, das nochmal reinschneiden hier nach. Also falls danach noch was kommen sollte, wird es was Lustiges sein, was im Rückblick passiert ist. Und sonst würde ich sagen, vielen, vielen Dank Dragon und auch vielen, vielen Dank Black für das Mitmachen in diesem Dungeon. Bitte. Ich würde sagen, den Rest Loot werden wir auf jeden Fall unter unseren Leuten verteilen, aber vorweg als gute Geste bekommt schon mal Black auf jeden Fall das Artefakt des Jägers fürs Mitkommen.
Und wenn ihr noch weitere Videos von uns sehen wollt, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Falls ihr sogar Vorschläge, was wir Let's Playen sollen, das wäre echt nicht schlecht, was als nächstes kommen sollte. Und sonst nicht das kostenlose Abo vergessen. Bis zum nächsten Video. Tschö. Tschüss. Ciao. Go Party People. Ilka. Was? Wo bist du? No. Ich gebe dir Rückendeckung. Leben. Ich bin betäubt. Oder? Ja. Ich hau voll drauf. T-Baggen, T-Baggen. Das machst du also, wenn Leute betäubt in deiner Nähe liegen. Die T-Baggen, ja. Besser war die Stelle mit. Du hast gekackt, hat er gerade gestanden. Komm mal da liegen. Ach, voll, wenn ich gerade noch zugeschissen von euch. Nee, ich hab nicht mal so schwer. Der Abschlussbeetle. Ah, meine Blömheit geht dann doch endlich mal runter, so langsam. So. Echt jetzt? Ach, geil. Komm, ich baue ab. Wehe, du haust mich. Aua, aua, aua. Ich lebe. Komm zu glauben, ich hab das überlebt. Danke, danke. Wartet! Nee. Da gibt's kein Warten. Wer draußen ist, draußen. Lag. Ich würde sagen, wir haben es geschafft, Jungs. Bis zur Freiheit und noch viel weiter. Woo! Nein. Ich bin gestorben, nein! Ich bin gestorben! Echt jetzt? Ich habe den Kletterhaken noch gezündet und wollte eigentlich so richtig cool mit dem Kletterhaken mich noch halten, aber der hat so spät reagiert, bin ich mir in den Abgrund runtergesprungen. Oh, sei froh, dass du hier einen Schlafsack hast. Ja, ich wollte ganz ehrlich, ich wollte einfach mal genutzt haben, weißt du? Das war einfach der Grund. Liegt sein Loot unten.